Ja, das ist doof. Ah, doch, jetzt kommen ein paar Megabyte, jetzt nimmt's auf. Hm, egal. Rückwärts ins Gebiet reinfahren ist vielleicht keine so gute Idee. Kann man eigentlich irgendwie ausschalten, dass diese blöde Einheitenansicht standardmäßig aus ist? Meinst du diese Information? Diese Animation über der Einheitenauswahl. Achso, ich glaube, kannst du einfach Minus anwählen und dann ist es verschwunden. Ja, aber dass Ja. es nicht bei jedem Spielstart gleich drin ist, weil das nervt. Nein! Oh nein, ich hab schon wieder. Was hast du denn schon wieder? Ach, nichts, nichts. Ja, dann ist ja alles gut. Nichts wichtig. Ah, guck mal, da ist ein sehr schlechter Scout-Helikopter unterwegs, Ja, der ich mich habe nicht mal gesagt, sieht. ich hab schlechten. Doch, er sieht dich. Der Kommandant ist mir zu langsam zurückzuziehen. Er hat gesagt, ich habe bei den Aufklärern hier eine echt schlechte Auswahl getroffen. Also, Polen hat sehr, sehr gut Aufklärer. Ja, wahrscheinlich haben sie da nichts anderes dafür. Stimmt. Für Panzer? Ah, nee, Infanterie. Meine ganze Infanterie ist Schock trainiert. Ah, ja, gut, meine Infanterie auch, aber ich habe jetzt Und mein Elite. Infanteriedeck Ich nicht. habe gar keine reguläre. Und Ich davon suche immer gar nach bin der ich. Pause-Taste, weißt du das? Ich suche dieses verfluchte Spiel immer nach der Pause-Taste. Ah! Und Wie dieses denkst du Scott 2 AP das? sind richtig gut gegen Helikopter, ne? Ich merk's. Gut, Taktikänderung und zwar ganz dringend. Huch. Was beschießt du denn da? Da ist Trifft es auch? niemand. Ich habe gerade gefragt, ob es auch trifft. Danke, dass du mir das beantwortet hast. Ja, das trifft nichts. Habe ich doch gesagt. Ja. Ich meine, es trifft was. Und zwar Büsche. Denn da ist Böses im Busch, ne? Ja, wie immer halt. Na super, was mache ich jetzt mit dem da reinfahren? Hoffen, dass meine eintreffende Verstärkung ihn effektiv verteidigen kann. Oh, ein Toe Defender. Oh, jetzt hör auf, hier meine Einheit in Panik zu versetzen. Ja, es ging gerade nicht so gut, der Treffer. Scheiße. Ja gut, du hast jetzt ein paar Soppel Anti-Airs gewonnen. Nein, das war falsche Einheit. Übrigens, ja doch, Polen hat auch eine gute Anti-Air, merke ich gerade. Gut, wo stehen die? Gute Infanterie, gute Anti-Air, sehr guter Endpanzer. Und, Versuche ich die mal ja. zusammen zu flicken. Oh, was ist das denn? Du hast mir meine Zone weggenommen. Das finde ich nicht gut. Ich schon. Ich nicht. Ich schon. Ich nicht. Ich schon. Ich immer noch nicht. Ich schon. Oh, Moment. Nein, ist nicht Iwak. Ach Mist. Was? Naja, egal. Warum? Was versuchst du da? Nicht? Ich bin ganz brav und friedlich. Ah, der Versorgungshubschrauber war so ziemlich die dümmste Idee, die ich gerade hatte. Du dachtest wahrscheinlich, dass ich ein TR-Ding habe. Die drei Männchen von. Wie schnell die gestorben sind! Die haben doch ganz schön aufgeräumt, die falschen. Sind halt weg, Digga! Sind deine Fallschirmspringer. Warte, waren das deine Fallschirmträger. Springer? Ja. Sind die so schnell gestorben? Die hatten nur noch drei Mann. Jedes Squad Alle. davon. Das Und die war haben noch ziemlich deine halbe schnell. Armee ausradiert. Von dem, was ich so gesehen Halbe? habe. Aber da ist doch noch einiges explodiert, was ich so gesehen habe. Ja, das waren meine Fahrzeuge, das war's. Mehr Ja, habe ich auch also. nicht hingeschickt. Ja, also, passt doch schon. Es ist schön, dass du Laufen nicht machst, aber du musst um dein Leben laufen. Bitte.
Ja, nee, du fährst jetzt mal besser nicht rein und ihr versteckt mich mal besser hier. Was, ich sehe das, was du da hinten machst. Was? Ich sehe das, was du da hinten machst. Ja, ja. Also so ein sehr guter Aufklärer ist ziemlich gut. Das ist nicht mal sehr gut, das ist... Ach ja, danke, dass du mich erinnerst, was ich gerade mit nicht Abstand. Habe. Übrigens, nee, ich sag's dir nicht. So, jetzt sage ich's dir. Dein Tower Defender ist kaputt. Oh nein, wie schlimm. Übrigens, das habe ich übrigens mit Helikoptern, die 40 kosten, abgeschossen. Ich denke, wie viel der kostet. 40. Ja. Der einzige Unterschied ist, dass du die nicht. Was, wo fahren die denn hin? Nein! Halt! Oh shit. Da sollten die gar nicht rein. Übrigens, weil du mich beschossen hast. Ah ne, ist alles gut. Noch. Oh Mann, dieses Cloud Defender taugen echt nicht. Warte mal, das ist ein Standard-Squad, ne? Nein! Lauf um dein Leben! Nope, das war nicht zu dem Leben! Ich hasse deine Artillerie. Ich mag sie. Oh nein, er hat einen Scout Defender abgeschossen. Hä, hab ich? Ja. Ich merk das nicht mal. So, ja, es gibt ich auch schick noch dir mal Verbesserungswürdigkeiten. Ja, ich geb dir ein bisschen Futter. Tu das. Was versuchst du eigentlich mit deinem Antiradarflieger da? Ich weiß nicht, wer hast du ja Antiradarflieger, Radar Luftabwehr. Weißt du was, bei der polnischen Luftabwehr ist das Beste. Es gibt fast keine Anti-Radar. Es gibt fast keine Radar Anti-Air. Warum fliegen da Artilleriegeschosse in meine Aber Basis? Aber lustigerweise kann mein Soppel deinen Anti-Radar-Flieger abschießen. So, jetzt wird's Zeit. Nix da, du triffst nicht. Gott, sind diese scheiß Panzer langsam, aus den 50ern auch noch. Ja komm, das ist jetzt lustig. Wo schießt denn die Artillerie hin? Das habe ich ja gar nicht befohlen. Oder habe ich sie befohlen? Ich bin verwirrt. Oh, das wird sehr lustig. Für meine Flugabwehr. Oh, ich hab dein Ding jetzt abgeschossen. Hab ich irgendwas abgeschossen? Das weiß ich nicht. Du hast meinen Flieger abgeschossen. Ich hab den Flieger abgeschossen? Sehr schön, dafür war die Flugabwehr auch gedacht. Weißt also du, was du mit deiner scheiß Artillerie zerstört hast? Fuck ja, me, ist... das war ja mal ein Glückstreffer von dir. Ah. Oh. Was hab ich denn? Ah! Das war Scheiße! Ja, nächstes Mal bitte Artillerie nicht neben die Kommente einstellen, ne? Die habe ich nicht neben. Das war einfach ein scheiß Glückstreffer. Also, für mich sah es so aus, als ob das. Ja. Die... Sind das eigentlich für Fahrzeuge da hinten? Die dich verteidigen sollen. Das sind so Billigpässe, die ich zu dir geschickt habe. Ich bin überrascht, dass sie nicht gestorben sind. Ja, meine Verteidigung steht an der falschen Seite. Beziehungsweise. Ach, Mann. Aber niemand Maschinengewehr. Ja, das wird jetzt auch ihr Untergang sein. Oder halt auch nicht. Wenn die Deppen mal nicht treffen. Naja. Ja. Ja. Das läuft ja wunderschön für mich. So, jetzt kommen die Wadenpanzer hierher.
schießen halt echt daneben. Schickst du eigentlich irgendwann mal. Achso, ja, ich sehe schon, wo du. Wovon du deine CV schickst. So, ich sehe auch, dass deine Panzer da gerade hinkommen. Die werde ich fröhlich empfangen. Warum stehen die eigentlich da hinten? Weißt du was? Du hast jetzt erst Schaden meinem Panzer gemacht, ne? Erst jetzt. Und das nur einem. Ah. Was meint denn deine Centurions da? Nee, das warum fährt einer deiner Centurions rückwärts und der andere vorwärts? Weil es Idioten sind? Keine Ahnung. Warum kriegt deine Acht so gute Luftabwehr nicht? Scheiß Schätz an. Bitte. Doch. Ich dachte, du hattest so gute Luftabwehr. Hattest ja, du auch aber die Luftabwehr war jetzt gerade nicht vorhanden. Vor allem, doch, sie hat geschossen, aber nicht getroffen. Die war beschäftigt. Ach Gott, ich hab da was ganz Wichtiges vergessen. Ja, zum Beispiel die mal hier auszuladen. Oh, was mache ich denn für einen Käse? Ich habe meine ganzen Einheiten vergessen auszuladen. Hast du eigentlich genug gehabt? Ich wollte schon sagen, wo ist meine Helikopter hin? Das war ein bisschen Overkill. Oh, ich sehe gerade, du hast mir mal einen Helikopter abgeschossen. Oh, scheiße. Muss ich mir was anderes sagen? Nö. Jetzt hast du gerade was anderes gesagt. Was nun? Nein. Ach ja, die das funktioniert ja auch so. Das ist sehr schön von dir, wie du mir sofort sagst, dass ich rausgehen soll. Ich hau ab. Nein, nicht meine Helis! Nein! Ich liebe das. Dass das funktioniert in dem Spiel, ist einfach das Beste. Oh, ich habe schon wieder keine Punkte mehr. Na super. Ja, wenigstens konnte ich meine Anti-Air retten. Ach, naja. Tschüss. Nein, er hat es sogar klein gekriegt. Schön. Flop.
Wo habe ich denn jetzt die? Im Ernst, ich gewinne schon wieder. Ja, ich weiß. Ich habe das Spiel auch seit fast einem Jahr nicht mehr gespielt. Ja, okay. Ich könnte ja auch wieder Command & Conquer spielen und ich nehme die Alliierten auf einer Seekarte. Mhm. Was haben wir denn da? Scheiße, ich merke gerade, ich habe gerade keine Helikopter zur Verfügung. Auf. Ach komm, jetzt hör auf hier zu versuchen, meinen Helikopter abzuschießen. Was heißt versuchen? Ja, das wollte ich auch noch holen. Im Ernst, du machst gerade den Wald platt. Naja, gibt's wenigstens keine Deckung mehr. Na? Es kommt. Ja, na. Ja. Nein! Doch? Nein! Meine wunderschönen Panzer! Jetzt sind sie weg! Zum Glück habe ich noch 20 mehr davon. Oh. Au! Einmal anberührt, sofort alles drauf. Aber wenigstens weiß ich jetzt, worauf ich schießen muss. Oder auch nicht. Aber doch nicht so ganz so einfach. Ach Mann. Das wirst du noch bereuen. Hm. Ja. Nein, nein, nein! Doch! Nein! Doch! Fahrzeuge schnell! Ja, das Fahrzeug hätte ja nicht mal gerollt. Okay, das reicht mir. Das reicht mir. Jetzt gehe ich in die volle Offensive rein. Tschüss! Und genau den. Nein! Doch! Jetzt komm, die siehst du doch. Schieß da einfach auf die Position. Bitte. Ja.
Ich gehe das Risiko da mal ein. Und hallo. So war das nicht geplant. Hast du gerade meinen Versuch, meinen Helikopter mit Bomben zu zerstören? Nein, ich wollte eigentlich Bomben auf deine Fahrzeuge abschießen. Nur leider nicht so ganz geklappt. Weil er das falsche Ziel anvisiert hatte. Es wird Zeit. Hey, warte mal. Du hast meinen Aufklärer zerstört. Ja? Warum? Weil sie da im Weg standen und mich genervt haben? Naja, ich geb dir mal ein bisschen Liebe. Kann ich auch. Auch in dieser Reichweite? Ich hab anderes dafür. Warum hat er nicht abgefeuert, der Trottel? Achso, meine T-34 wolltest du abschießen. Wo sind eigentlich meine Megida-Hits hin? Och nee, sag mir nicht. Oh. Ist er wahrscheinlich abgeschossen. Sehr wahrscheinlich. Wow, echt wow, du hast mir wieder meinen. Mann! Was hab ich dir jetzt schon wieder abgeschossen? Schon wieder mein Aufklärer. Ja, das ist Sinn der Sache. Aufklärer. Was? Wo hatte ich bitte noch einen zweiten auf? Na, scheiße. Hier, stirb bitte. Überraschung! Auch eine Überraschung. Ich weiß aber nicht, woher die kommen. Doch, ich sehe es nur nicht. Hallo? 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 Der Penis? Nee, der nicht. Okay. Warum nicht der Penis? Wo stand die da? Oh, übrigens, deine T55 sind geplatzt. Ah, nee, doch nicht. Aber jetzt platzen sie gleich. Ah, und da stand die Flugabwehr, gut. Dann weiß ich jetzt, wo ich hinschießen muss. Oh, ich schieß da schon hin. Geht in Deckung, bitte. ich hör das Mausklicken bis hierher. Ja. Oh, das Blatt hat sich irgendwie gewendet. Vorher hast du doch gemeint, ich bin schon wieder am Verlieren. Hier? Wargame. Ein paar mehr Panzer wären hier nicht schlecht. Logistik. Wow, was ist da oben passiert? Ach so, Clusterbomben. Okay. Wo kommen die denn her? Scheiß Hubschrauber. Ich hasse es, wenn du das tust. Ah nein, die haben MGs! Ja! Meine Panzer, die da ankommen, auch! Abladen, abladen! Bis später! Bis später! Nein! Und, tschüss. Das ist nicht wie geplant. Nein, das glaube ich auch. ich wollte noch irgendwas holen.
Nicht, habe ich noch einen Versorgungshubschrauber? Ja, den hatte ich. Wenn er nicht geplatzt ist. Nein, ist er nicht. Meine FOB ist bald leer. Nein, das machst du nicht. Zu spät, ist schon abgefeuert. Ja. Scheiße. Und sogar mit der Artillerie. Ja, pff. Nein! Komm, reparieren, wir sind schneller, Flieger allein. Scheiß Panzer! Was? Nicht schon wieder? Och Junge! Was denn? Wie viel Glück hast du eigentlich mit deiner scheiß Artillerie? Das kann nicht wahr sein! Du hast meine Panzer beschossen, also beschieße ich jetzt deine Basis. Oh! 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 Nein! Oh Mann, das langt mir jetzt, wie schnell das Ding ist, Mann. Das war auch extrem viel Glück. Das gehört auch dazu. Wo ist es? Ach, mein Versorgungshubschrauber hast du auch noch abgeschossen. Super, danke. Ja. Oh Mann. Du hast so verständlich meine Versorgungsfahrzeuge zerschossen. Auch nervig. Naja, ich fand's auch nervig, dass du mich weit beschossen hast. Was auch eigentlich. Ehrlich gesagt, kein Grund sein sollte. Ist ja eine Überreaktion. Scheiße. Ah, das war sie doch jetzt endgültig, oder? Boah, das war noch nicht alles. Ich liebe diese Flugabwehr. Das Teil ist so geil. Der schießt einfach Schiffsgeschütz auf deine Flieger. Und ich, aber es müsste eigentlich ein Radar haben, oder? Also meine Artillerie hat gerade schon reingeschossen. Du hast aber auch deutlich weniger verloren, ne? Und ich glaube, ich habe mir 5 Punkte selber Schaden hinzugefügt. Nee, du hast dir selbst Schaden zugefügt. Das kann sein. Ich habe manchmal Close Quarters, Danger Close Artillerie eingesetzt. Das war sogar ein großer Sieg. Ja, damit kann ich heute leben. Also ich mag die Skandinavier. Eine F-35 hat auch ganz schön reingerockt. Meine Fallschirmjäger leider nicht so. Also ich hatte mal, das hatte ich auch aufgenommen, aber die Aufnahme ist leider, musste ich löschen, weil mir der Platz ausgegangen ist. Und das hatten wir gegen KI gespielt, da hatte ich einen Fallschirmjäger-Trupp von denen hinter feindlichen Linien abgeschnitten, um den herum, bis die Verstärkung eingetroffen ist, war um den herum so ein Panzerfriedhof entstanden und da hatten sie keine Munition mehr und sie haben trotzdem überlebt. So gegen die ganze russische Armee. Das war geil. Sie waren ja nicht sicher, ob die Automatik nicht einfach überteuert ist. Aber nachdem die jetzt so viele Flieger hier abgeschossen haben, also alle, die du eingesetzt hast. 3.
Ja, ich habe auch alle abgeschossen. Ja. Meine. Deine scheiß Leopardpanzer haben ziemlich viel abgeschossen. Ich sehe es gerade. Vor allem Hubschrauber. Ach nee, die Hubschrauber. Wer hat einen Hubschrauber abgeschossen? War das bei der Artillerie? Das wäre bei deiner Basis, als die landen. Ja, ja, aber meine Artillerie hat eigentlich nur zwei Hubschrauber abgeschossen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da eine Flugaufklärer abgeschossen habe. Einmal mit Fallschirmjägern? Du hast meinen Fallschirmjäger und dann mit einem. Mit der F5, meinem Anti-Radar-Flieger, habe ich auch zwei Hubschrauber abgeschossen. Ah ja, genau, hier ist noch die andere Artillerie. Ja, die hat keinen Hubschrauber abgeschossen. Ich habe tatsächlich nur. Und ich sehe gerade bei mir sind keine Einheiten wie vorherragend. Also die T-34 sind ja gestorben wie die Fliegen. Oh gut. Hattest du damit gerechnet, dass da plötzlich Leopard um die Ecke kommen? Ja. Okay. Dann war das Kanonenfutter, aber. Ja, eigentlich sollte es ja sein, aber ich habe ganz vergessen, es gibt ja Punkte hierbei und nicht totale Zerstörung. Für die totale Zerstörung hätte das gebracht. Aber sowas. Ich mag den Spielmodus eben viel lieber, weil man hier einfach defensiv spielen kann. Und ich bin eher ein defensiver Spieler. Und mir machen die meisten Strategiespiele Multiplayer halt keinen Spaß, weil sie einfach total hektisch sind. Ob man nicht wirklich defensiv spielen kann. Oh, das erinnert mich auch an 10 versus 10, wo mich mein ganzes Team einfach verlassen hat. Ich hab ganz alleine gegen 8 andere Spieler gespielt. Da hattest du bestimmt viele Einheiten und Ressourcen gehabt. Ja, ich hatte ein Einkommen von 120, weil das so nur plus 20% Einkommen war. Okay. Ja. Ich konnte mir irgendwie 200 K1A1er bauen. Hast du wirklich 3 Flieger eingesetzt? Ich sehe nämlich nur 2 auf meiner Abschussliste. Ah ne, der letzte hast du nicht abgeschossen, weil die Runde zu Ende war. Ah. Aber die MiG-29 ganz zum Schluss, das war das, was dir den Sieg gebracht hat. Ja, ich hatte noch einen anderen. Okay. So eine SU dahinter. Also die Automatik, die richten einfach so viel Schaden an. Das ist echt geil. Und sie treffen mit jedem Schuss. Das ist schon geil. Und die Dinger können Panzer zerschießen. Das ist noch viel geiler. Die lohnen sich. Und 5 Stück ist nicht so wenig. Naja. Verloren habe ich. Oh. Aber dass du mir ständig meine Versorgungsfahrzeuge weggeschickt hast.